Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Winter Resort Simulator. In der letzten Folge haben wir einige Investitionen gemacht, deswegen sieht das oben rechts in der Anzeige auch gar nicht mehr so gut aus. Wir haben nur noch 9.960.000 Dollar. Also 9,96.000. Ihr seht es ja alle, ja? Und wir machen gerade richtig miese. Aber das ist überhaupt nicht so schlimm, denn wir sitzen gerade in unserer neu gemieteten Seilbahn, dem Kristallexpress, der uns hier mit den Paketen, also mit der großen Lieferung für die Berghütte, hier nach oben transportiert. Und das ist natürlich schon eine starke Nummer. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir im Laufe des Tages, wenn die Seilbahn hier fertig beschickt ist, dass wir dann nochmal richtig Kohle verdienen und spätestens am nächsten Skitag, also morgen um 8 Uhr dann, auch auf jeden Fall richtig, richtig Kohle verdienen können. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Und ich fahre gerade übrigens auch das allererste Mal mit einer Seilbahn hier in dem Spiel. Und das ist wirklich ein cooles Feeling. Wir sitzen hier wirklich komplett alleine drin, weil die Seilbahn unten noch nicht fertig beschickt ist. Deswegen ist sie noch nicht geöffnet. Und da unten sieht man jetzt die eine Seilbahn, die hier vorne endet. Hier ist auch das Lager und dann haben wir hier unten die andere Seilbahn. Wie gesagt, die Seilbahn wird übrigens von unten beschickt. Anders wie die erste Seilbahn, die wird nämlich von oben beschickt. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, weil die Bahn ist nämlich ziemlich, ziemlich lang. Wir können uns das Ganze mal eben anschauen. Und zwar Pisten. Wir sind jetzt von hier unten, bei der letzten Piste sind wir, das ist ja die Abfahrt Nummer 3. Das ist ja unsere erste Bahn und die B-Bahn ist ja auch unsere. Aber wir sind jetzt hier auf der Bahn unterwegs und die ist ja gefühlt doppelt so lang wie die B-Bahn. Dementsprechend müssen wir hier wahrscheinlich noch ein gutes Stück zurücklegen und dann kommen wir halt oben im Bergrestaurant an. Das ist auf jeden Fall stark. So, hier sehen wir übrigens gerade, dass unsere Piste, dadurch, dass sie präpariert wurde in der letzten Folge, also in der letzten Folge haben wir sie auf 100% präpariert, könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen, wenn ihr das Video verpasst habt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wahrscheinlich eine Playlist. Und damit ihr zukünftig auch nichts verpasst, nicht vergessen, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn das nächste Video kommt. Ja, auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge die Präparierung übernommen, das haben wir machen lassen. Die war auf 100%, ist jetzt wieder auf 52% abgerutscht, aber hat die Piste auch 2 Sterne bekommen. Vorher war die noch nicht mal bei 1 Stern, dementsprechend ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, da nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Und die Piste halt präparieren zu lassen. Ich würde aber sagen, wir warten erstmal, bis die Präparierung relativ weit unten ist und lassen die dann wieder präparieren. Und schauen dann einfach mal, wie sich das entwickelt. Wir können das Präparieren zwar auch selber übernehmen, das können wir auch später auch alles nochmal machen. Aber wir haben gerade so viele Aufgaben, die wir übernehmen müssen. Dementsprechend lassen wir das dann immer einfach unseren Hilfsarbeiter oder unseren Laien, wie auch immer, oder Gesellen, nicht Laien, dann einfach mal machen. So, hier sieht man auch die Straße. Man kann also wirklich mit dem Fahrzeug bis nach ganz oben fahren anscheinend. Obwohl das halt wirklich eine ziemlich weite Strecke ist. Und ich glaube, das macht wirklich keinen Sinn, da mit dem Auto hochzufahren und die Pakete nach oben zu bringen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wirklich die Pakete mit der Gondel zu fahren. Da bin ich übrigens auch mal gespannt, wenn wir nämlich mal bei Hütten gucken. Dann sieht man ja, die Hütten haben ja alle verschiedene Werte. Das ist ja die Gastronomie, die wir schon offen haben. Auslastung bei 100%, Wartezeit 2,2 Minuten, bis die Gäste halt ihr Essen bekommen. Gäste heute 1.100, Umsatz heute und dann Kosten heute. Und der Vorrat reicht noch für 1.359 Gäste. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Hier haben wir nämlich Vorrat reicht für 0 Gäste, weil wir noch gar nichts hochgebracht haben. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt eine Lieferung nach oben bringen, wie viel ist das? Und was passiert, wenn wir 2 Lieferungen hochbringen würden? Das würde mich auch mal interessieren. Mal abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, 2 Lieferungen auf einen Schlag mal hochzubringen. Oh, außer wir machen das mit den Gondeln. Also wir packen einfach die Gondeln komplett voll. Die erste Seilbahn fahren dann bis hoch zur Berghütte. Ach, nicht zur Sonnenhütte. Also die erste Station. Und packen dann alles um in diese Gondel. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen mehr mit hochtransportieren und würden uns da eventuell ein bisschen mehr Luft mit verschaffen. Ja, das müssen wir jetzt gleich aber mal schauen, wie viel das hier bringt. Wir sind jetzt nämlich gleich fast oben. Und würde ich sagen, genießen wir nochmal kurz die Fahrt hier. Das geht schon ganz schön weit hoch hier, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Machen übrigens, obwohl wir eigentlich miese machen irgendwie, unterm Strich machen wir gerade trotzdem ein bisschen Plus. Verstehen tue ich das jetzt nicht so ganz. Ah, da sieht's aus wie eine Aussichtsplattform. Also wir sind wahrscheinlich fast oben. Alter Schwede. Das ist schon ordentlich, ne? Aha!
Da sind wir, meine Freunde. So, jetzt müssen wir natürlich auch schauen, dass wir die Pakete so schnell wie möglich hier rausbekommen aus dem Fahrzeug. Weil wäre natürlich schade, wenn die Pakete jetzt gleich hier wieder mit runterfahren. Komm, mach die Tür auf, Kollege. So, raus damit. Raus damit. Schnell, wir müssen ja die ganze Pakete... Oh nein, jetzt leckt's auch noch. Bitte. Zack. Oh. Okay, das kriegen wir aber easy hin. Das kriegen wir aber easy hin. So, das muss ja nicht schön sein. Zack. So, dann hätten wir. So, die Seilbahn kommen jetzt hier, oder die Gondeln kommen jetzt hier alle nach und nach oben. Es ist noch nicht fertig beschickt worden. Also da ist noch, unten ist noch einiges. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich an den Punkt kommen, dass die ersten Gäste dann hochkommen. Weiß es nicht. Oh Mann, ich kann das Paket hier nicht aufsammeln. Oha. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht ist das auch nur ein Anzeigefehler. So, und jetzt ist die Frage, wo müssen wir die Pakete hinbringen? Wo ist die Abgabestelle? Da laufen wir mal einmal hier rum. Hier scheint es nicht zu sein. Es reicht ja schon, wenn wenigstens schon mal ein bisschen... Aha, hier haben wir sie. Zack, abgegeben. Und wenn wir nämlich jetzt mal gucken... Hütten. Dann müssten jetzt hier... Ja, für 250 Gäste haben wir jetzt schon was auf Lager. Das ist auf jeden Fall stark. Das heißt, eine Kiste bringt 250. So, das heißt, wir haben also mit einer Lieferung, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, haben wir dann 2000 Vorräte. Das ist nicht wirklich viel. Das ist nicht wirklich viel, glaube ich zumindest. Aber schauen wir mal. So, jetzt müssten es wahrscheinlich dann... Oh, jetzt habe ich fast Tab gedrückt. Dann wären wir hier weg gewesen. Hütten. Okay, das würde ich gerne hier zumachen. So, jetzt haben wir genau. Wir haben jetzt 500 Gäste. Das heißt, wir haben 8 Pakete. 8 Pakete wären dann 2000 Gäste. Bei einer Auslastung von hier, bei der Hütte sind es 1171 Gäste um 12.58 Uhr. Die Piste hat um 8 Uhr eröffnet. Würde man wahrscheinlich an einem Tag fast die ganzen Vorräte, zumindest bei der Sonnenhütte, leer ziehen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Gäste kommen hier oben hin? Ich glaube nämlich, dass Gipfelhütte, also diese Hütte, der Gipfeltreff, wesentlich mehr Gäste hat an einem Tag. Ja, da müssen wir mal schauen. Also da bin ich mal gespannt. Das kann also sein, dass wir da wirklich dann morgens gucken müssen, dass wir genügend Lieferungen hier hochbringen. Oder wir müssen ein bisschen Geld in die Hand nehmen und eventuell die Lieferungen von jemandem übernehmen lassen. Ja, da müssen wir da mal schauen. Aber das können wir dann ja alles später nochmal kurz eben abklären, wie wir das dann machen. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die ganzen Pakete ab, sodass die Hütte schön voll ist. Beziehungsweise schon mal die 2000 Vorräte hat. Oh, jetzt wird gerade ausgestellt. Jetzt wird wahrscheinlich gleich das Signal abgegeben. Die Bahn ist beschickt. Und dann kann es wahrscheinlich losgehen, oder? Oder muss ich hier nochmal... Was ist jetzt hier passiert? Fahrzeug in Einfahrt. Aha. Okay, jetzt geht's los. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment gedacht, dass das Fahrzeug in Einfahrt vielleicht unser Pickup ist, den wir da unten abgestellt haben. Aber das war anscheinend wirklich nur der Abschluss der Sache. Der Kristallexpress ist jetzt in Betrieb und jetzt kommen die ersten Gäste hier. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was jetzt oben mit unserem Kontostand passiert und vor allen Dingen, was so grundsätzlich hier oben an Besuchern vorbeikommt. Also was wird hier oben jetzt gleich so abgehen? Da bin ich mal gespannt. Aber wir laden jetzt erstmal, wie gesagt, unsere ganzen Pakete ab und dann können wir gerne auch mal die Zeit hochstellen und können dann mal schauen, wie sich das hier oben entwickelt. Dann können wir uns gleich nochmal die Aussicht anschauen und nochmal überlegen, was wir dann in den nächsten Parts alles so machen können. Ich denke mal, es wird noch einige Arbeiten geben. Vielleicht haben wir uns auch schon zu sehr übernommen mit zwei Pisten. Vielleicht hätte ich erstmal bei einer Piste bleiben sollen, weil wir müssen sehr wahrscheinlich die ganzen Bahnen ja auch immer wieder präparieren. Vielleicht haben wir zu viel Geld in den Sand gesetzt. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann später mal schauen. So, ich gebe jetzt mal eben kurz die ganzen Pakete ab. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Okay, also, ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre noch ein Paket, was wir abgeben können, aber das scheint einfach nur ein Deko-Element zu sein. Ich habe nämlich gerade gesehen, da stehen auch noch ein paar Kisten rum, die im Grunde gar keinen richtigen Sinn machen. Die stehen da einfach nur zu Deko-Zwecken, also die könnte ich nicht mit aufheben. Und dementsprechend haben wir jetzt alle abgegeben. Jetzt schauen wir nochmal rein. Hütten, hier haben wir 2000 Gäste und dementsprechend kann es hier auf jeden Fall jetzt losgehen. Jetzt müssen wir mal schauen, gewünschter Vorrat im Lager sind dann... Anlieferung täglich um 8.30 Uhr. Okay, das ist natürlich nice. Jetzt verstehe ich das auch. Also, wir können sagen, dass sie das hier anliefern und dass wir immer, egal was ist, immer 2000 Portionen zum Beispiel im Lager haben. Das heißt, wir würden 4000 Euro mehr bezahlen müssen. Wir müssten 4000 Euro mehr bezahlen, nur dafür, dass das halt automatisch passiert. Jetzt ist natürlich der Knackpunkt bei der Geschichte. Man braucht das ja nur machen, wenn wir unter 2000 Portionen fallen. Wenn ich jetzt also hingehe und sage, okay, im Worst Case, wenn ich es nicht schaffen sollte, bis 8.30 Uhr selbst anzuliefern, dann liefer mir bitte 1500 Portionen und fertig. So, das heißt also, wenn ich es bis morgen früh um 8.30 Uhr nicht schaffe, den Vorrat bis auf 1500 Portionen plus aufzustocken, dann würde automatisch geliefert werden. Genau, dann würde das aufgestockt werden bis 1509 Portionen, was maximal von 0 auf 1509 dann 9800 Euro kosten würde. Das macht er hier auch bis 500 Portionen. Dann würde ich sagen, stocken wir das hier auch nochmal auf, weil wir können jetzt mal gucken, wir hatten ja 2000 Portionen angeliefert, wir haben jetzt eine Auslastung von 100%, wir haben jetzt 13 Uhr und es sind schon 1300 Gäste da gewesen. Was bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall unsere 1500 Portionen. Also die können wir auch dann hier unten anliefern lassen. Aber wir werden natürlich trotzdem weiterhin versuchen, das einfach selbst zu machen, um einfach auch Geld zu sparen. Ne? Das würde ich jetzt einfach mal so versuchen dann einzuleiten. Und jetzt können wir mal ganz kurz eben ein bisschen die Zeit vorstellen. Oh, plus, plus, plus. Und jetzt seht ihr nämlich, die Seilbahn läuft minimal schneller. Also wirklich minimal schneller. Und die Gäste kommen somit jetzt, glaube ich, gar nicht so schnell hier hoch, wie wir uns das erhofft haben. Lass mal ganz kurz zur Piste laufen. Ich weiß gar nicht, wo die ist überhaupt. Oh, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's ab. Wo ist denn die Abfahrt? Die muss doch pisten. Aber hier ist die Berghütte und die Abfahrt geht nach da runter. Das heißt, wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Wir lassen die Zeit jetzt mal so laufen bis 16 Uhr. Ah, bestimmt ist das die Abfahrt hier. Das ist die Abfahrt. Und hier fährt jetzt noch kein einziger. Seht ihr? Ja, hier fährt noch kein einziger. Das heißt, ich stelle die Zeit jetzt erstmal wieder runter, damit die Gäste auch wirklich hier hochkommen können. Und dann gucken wir mal Hütten. Die hat wahrscheinlich noch... Genau, die hat noch keinen einzigen Cent gemacht, weil die Leute noch nicht hier hochkommen. Auslastung, 0%. Warum das denn? Warum ist die Auslastung denn jetzt bei 0% hier unten? Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Lag das jetzt daran, dass die Zeit runtergestellt wurde oder dass es jetzt vielleicht gleich schon Ende ist? Nee, hier sitzen ja auch noch Leute rum. Hier sitzen jetzt auch noch Leute rum. Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen und sagen... Warte mal. Hütten. Kann ich da jetzt auch hinspringen irgendwie? Nee, kann ich leider nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich drücke jetzt Tab und gehe dann wieder nach unten, dann habe ich das Problem, dass ich dann mit der Seilbahn hier auch wieder hochfahren muss. Obwohl, eigentlich ist es ja auch egal, ne? Wir können es hier oben mal kurz eben alles anschauen. Gehen wir mal nach links. Da war, glaube ich, die Aussichtsplattform. Ja, da stehen noch ein paar Leute rum. Wir können es hier ein bisschen kurz eben was anschauen. Und dann gehen wir einfach nach unten in unser Fahrzeug. Und dann schauen wir mal, ob da unten irgendwas passiert. Oh, guck mal, hier steht auch ein Schneemann. Hat jemand einen Schneemann gebaut. Scheint aber glücklich zu sein. Ist ja auch die richtige Umgebung für ihn hier. Dann gucken wir mal, die Aussichtsplattform, wie es hier aussieht. Oha, da unten sieht man so ein bisschen noch die Sonnenhütte. Die erste Abfahrt. Da unten, da ist so ein kleiner See an der Stelle. Ah, die Piste sieht man sogar auch. Also normalerweise müsste man hier sogar sehen, wie die Leute hier die Abfahrt nehmen. Nach unten. Und da unten müsste dann ungefähr die Stadt eigentlich... Ah doch, die sieht man sogar ein bisschen. Da kann man mal ein bisschen reinzoomen. Da unten sieht man noch ein bisschen die Stadt. Beziehungsweise das Dorf. Okay, stark. Aber wir haben trotzdem immer noch das Problem mit der Hütte. Hier läuft gerade gar nichts mehr. Okay, Leute, wir springen jetzt mal ganz schnell unten ins Auto rein.
Wie gesagt, das kann man ja sehr schnell machen mit einem Tab. Ja, hier steigen aber noch Leute aus. Aber hier unten steigt keiner ein. Leute, war das ein Fehlkauf? War das ein Fehlkauf? Kann das sein, dass ich die Piste noch mieten muss? Ich muss die Piste noch mieten. Oh nein. Leute, ich glaube, wir brauchen Geld. Wir nehmen uns jetzt einen Kredit von 100.000. Ich habe das mal durchgerechnet. Das ist nicht so das große Problem. Und dann müssen wir die Abfahrt 1 mieten. Das haben wir ja komplett vergessen. Die kaufe ich direkt. Ich kaufe die direkt. Oh mein Gott. Natürlich. Warum sollen die Leute da auch hochfahren? Die können ja gar nicht runter. So, und jetzt stellen die Leute sich an. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, das war ein fataler Fehler. Leute, das war ein fataler Fehler. Das hätte wirklich schlimme Folgen haben können für uns. Das hätte unser Aus sein können. Aber wir haben zum Glück haben wir ja noch die Möglichkeit, bei unserer Bank des Vertrauens hier einen vernünftigen Kredit aufzunehmen. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Davon noch, also aktuelles Kreditlimit sind 200.000, davon noch verfügbar 100.000. Also wir haben jetzt schon 100.000 aufgenommen. Der Zinssatz sind 161%. Was? Okay. Verdammt. Aber gut, wir haben hier wenigstens die Tilgungsart als Annuitätsdarlehen genommen. Und da können wir variabel tilgen. Das heißt, wir können sagen, auf einen Tag, boom, wird getilgt, juckt uns nicht. 100.000 zahlen wir einfach easy zurück. Also es wird relativ gut sein, aber Zinssatz per Anno, also pro Jahr, 158%. Alter Schwede, die Bank unseres Vertrauens zieht uns, glaube ich, richtig ab. Die ziehen uns richtig ab. Aber gut, ich denke mal trotzdem, dass wir grundsätzlich da ein ordentliches Plus machen können. Hier sehen wir übrigens gerade die ersten Leute, die jetzt halt wirklich hier auch in die Bahn reingehen. Was passiert, wenn ich jetzt die Zeit hochstelle? Ah, die müssen da hoch. Die müssen da irgendwie hochgekarrt werden. Ich glaube, das macht... Ich weiß jetzt halt nicht, ob das einen Unterschied macht. Ob das jetzt nur eine Abbildung ist. Also müssen die Leute, die da jetzt gerade einsteigen, halt auch wirklich nach oben fahren? Oder ist das einfach nur simuliert und oben kommen trotzdem Leute an, wenn ich die Zeit hochstelle? Das ist natürlich die Frage. Das sehen wir jetzt wahrscheinlich auch... Ich verstehe auch nicht, warum die Gastronomie hier unten leer bleibt. Leute, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Das sind unsere Haupteinnahmequellen. Ne? Das sind unsere Haupteinnahmequellen. Da kann ich jetzt kein Auge zudrücken. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Warte mal. Ja, Piste 1 ist auch schon wieder komplett nicht präpariert. Da können wir nochmal kurz präparieren. Hier auch nochmal präparieren. Haben wir so beide hoch präpariert. Dann sind sie von der Wertigkeit ein bisschen höher. Vielleicht fahren dann mehr Leute mit der Bahn. Aber der Tag neigt sich jetzt langsam auch dem Ende zu. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt 31.054 Euro haben wir noch. Beziehungsweise 31.530 in dem Fall jetzt. Und wir haben aber 31.000, machen wir miese. Leute, das sieht gerade gar nicht mal so gut aus für uns. Wir haben gerade wirklich ein bisschen Stress hier. An der Stelle. Und ich denke mal, wir müssen ja jetzt, wenn dann der Skitag vorbei ist, dann müssen wir das Ganze ja auch wieder hier rückgängig machen. Wir müssen ja die Seilbahn wieder in die Garage reinfahren. Das müssen wir auch noch machen. Ja, morgen wird es bewölkt. Hauptsache es schneit nicht zu sehr. Beziehungsweise regnet. Regen wäre ja katastrophal. Ist gar nicht, sieht man eigentlich... Ich drücke mal Tab. Sieht man eigentlich, wie... Aha. Niederschlag keiner. Lawinenwarnstufe 1 bis 3. Niederschlag keiner bis kaum. Was haben wir nächste Tage? Oh, hier haben wir das Wetter am Donnerstag. Da könnte es dann auch schon noch ordentlich schneien. Da ist die Lawinenwarnstufe auch ein bisschen höher. Freitag geht es dann richtig ab. Da ist dann 3 bis 5. Es kann also sein, dass wir da ein bisschen schauen müssen mit der Lawinengefahr, ob wir da vielleicht Probleme haben. Dann müssen wir da mal schauen. Wir haben nämlich hier auch Lawinenpunkte, wo wir jetzt
Sprengrohre aufgebaut haben, die wir dann auch zünden können, um Lawinen gezielt auszulösen. Da müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten, die ganze Geschichte. Was dann genau passiert. So, jetzt gucken wir noch einmal rein in die Hütten. Was da... Ey, das ist ja, gibt's ja gar nicht. Die Leute essen nichts mehr. Okay, wir spulen mal die Zeit vor. So, wir gehen jetzt mal auf 240%. Bald Feierabend. In 15 Minuten schließt das Gebiet. Wenn du die Bahn selbst garagieren und so Kosten sparen möchtest, kann man damit jetzt gleich anfangen. Okay, also die Sonne geht unter. Hier möchte noch einer die Abfahrt wagen. Ah, da kommen noch ein paar mehr sogar. Die Hütten machen kein Geld mehr. Die Hüttenauslastung ist gleich null. Das ist kritisch, Leute. Das ist wirklich kritisch. Wir können jetzt rein theoretisch, können wir uns jetzt nicht erlauben, dass wir das Garagieren selbst übernehmen. Also das müssen wir selbst übernehmen. Das müssen wir selbst machen, da kommen wir nicht drum herum. Ja, Tor öffnen. Das war gar nicht ganz offen. Ja, auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal ganz kurz eben. Der Kristallexpress. Ich würde sagen, ja, müssen wir übernehmen. Mach mal Durchsage. Achtung, Durchsage. Bitte beachten Sie, dass der heutige Fahrgastbetrieb in 15 Minuten endet. Stark. Wir wünschen eine gute Weiterfahrt. Attention. Please observe that today's operation will end in 15 minutes. We wish you a pleasant journey. Stark. Da kommt ein richtig gutes Feeling auf. Da kommt ein richtig gutes Feeling auf, wenn wir hier so Durchsagen noch machen. Ey, Wahnsinn. Ey, haben sie gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Sowas freut mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir die Durchsage haben wir gemacht. Das können wir bei der anderen Bahn natürlich auch machen. Da müssen wir nochmal eben schnell rüberspringen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen stressig, Leute. Müssen wir ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Dann mal rüber eiern. Und dann müssen wir ganz schnell eben sagen, hier Leute, hier endet jetzt gleich alles. 15 Minuten noch. So, Durchsage. Achtung, Durchsage. Bitte beachten Sie, dass der heutige Fahrgastbetrieb in 15 Minuten endet. So, sehr gut, Tür schließen. Eine gute Weiterfahrt. Attention. Please observe that today's operation will end in 15 minutes. Ah! Die Durchsagen laufen auf allen Bahnen gleichzeitig. Also ihr habt es ja gerade gehört, hier ging es auch nochmal. Ah, doppelt gemoppelt hält besser. Weiß ja nicht, ob sie das alle mitbekommen haben. So. Okay, können wir nochmal reinschauen in die Hütten, ob die Geld machen. Nein, machen sie nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Henker stelle ich nochmal die Bahn hier ab? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob hier eine Deaktivierungsservice Betriebsdatendokumentation. Aha, garagieren. Wir werden jetzt den Kristallexpress garagieren. Dazu müssen wir als erstes die Bahn leer fahren. Okay, also Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil sonst wird das Video zu lang. In der nächsten Folge werden wir das erste Mal garagieren. Wir haben ja einmal das Ganze beschickt und jetzt werden wir in der nächsten Folge das Garagieren uns einfach mal anschauen, was wir da genau machen. Dafür könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr, wie gesagt, zukünftig keine Videos mehr verpasst. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall spannend. Werden wir genug Geld haben und das Garagieren? Schauen wir uns mal an. Dementsprechend danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein. Ciao.